Es staubt und scheppert, knirscht und kracht. An der Mühlenstraße in Jever haben die Abrissarbeiten zweier alter und schon länger leerstehender Gebäude begonnen. Die Kneipe Alt Jever an der Ecke zur Anton-Günther-Straße und ein benachbartes Geschäftshaus, in dem zuletzt ein Fahrradladen ansässig war, verschwinden. Am Donnerstag und Freitag wurde zunächst der alte Fahrradladen abgebrochen. Nächste Woche folgt der Abriss der alten Kneipe. Auf der frei werdenden Fläche Mühlenstraße 22 und 24 will die Hoppmann Immobilienverwaltung KG aus wie viel Städte 14 Wohnungen und weitere Geschäftsräume bauen. Partner für das Projekt ist das Architekturbüro Kieselhorst und Pilz aus Jever.